Welche Vlogging-Kamera schlägt sich im Alltag besser? Dieser Frage gehen wir heute nach bei Valutech TV. Und zwar zwischen der PowerShot V10 von Canon und der Sony ZV-1F. Beide Kameras kosten so ungefähr um die 500 Euro aktuell im Straßenpreis, nehmen Aufnahmen in 4K auf. Und beide müssen sich am Ende der Frage stellen, warum brauchen wir überhaupt Vlogging-Kameras, wenn wir schon Vlogging-Kameras in unserer Hosentasche haben. Ihr fragt euch vielleicht auch, warum sieht Matthias heute so anders aus? Ich bin gar nicht Matthias, Überraschung. Mein Name ist Benjamin Lux, ich bin Technikjournalist in Berlin. Wir sind gerade in Berlin. Ich habe mir die Zeit oder die Gelegenheit nicht nehmen lassen, mit euch bei so schönem Wetter rauszugehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze heute einmal an. Auf geht's! So, schauen wir uns beide Kameras einmal aus der Nähe an. Die PowerShot V10 von Canon ist ungefähr so groß wie eine Packung Taschentücher, beziehungsweise hält man sie beim Film auch genauso in der Hand, denn der Sensor ist horizontal verbaut. Das heißt, so nehmt ihr normale Videos auf, wenn ihr nicht gerade für Instagram oder TikTok filmt. Die Kamera wiegt 211 Gramm, im Vergleich dazu ist die Sony ein bisschen schwerer mit 256 Gramm. Jeweils fehlt beiden Kameras ein Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Bedeutet, mit in den Pool oder mit in den Regen solltet ihr beide Kameras nicht nehmen. Zumindest verbaut Sony hier aber so kleine Kläppchen, mit denen ihr die Anschlüsse ein bisschen gegen Fusseln oder Staub in eurer Hosentasche schützen könnt. Vorne sehen wir zwei Festbrennweiten, die sich ziemlich stark ähneln. Canon verbaut hier 19mm Äquivalent zu Kleinbild mit einer Offenblende von f2.8. Bei Sony ist der Bildausschnitt ein bisschen enger mit 20mm. Dafür gibt es hier eine etwas lichtstärkere Offenblende von f2.0. Ein Vorteil bei Canon, das finde ich ziemlich spannend, ist, dass der Hersteller einen ND-Filter verbaut. Heißt, wenn es draußen ziemlich grell ist, könnt ihr den ND-Filter intern vorschieben und habt dadurch ein bisschen flüssigere Aufnahmen. Hinter beiden Objektiven sitzen 1 Zoll große CMOS-Sensoren mit jeweils 20 Megapixeln und jetzt schauen wir uns die Canon einmal genauer an. Und zwar sitzt der An- und Ausknopf für die Aufnahme vorne. Das ist praktisch, wenn man die Kamera auf sich richtet. Links haben wir einen USB-C-Port, um Daten zu übertragen und die Kamera aufzuladen. Das ist auch zwingend nötig, denn Canon verbaut hier keinen Wechselakku. Nach einer Aufnahmezeit von knapp einer Stunde bei 4K muss die Kamera also zwingend an den Strom. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn man viel oder den ganzen Tag über filmt. Auf der Rückseite sehen wir ein 2 Zoll großes Display, das wir nach oben ausklappen können. Und wenn wir das machen, sehen wir schon den integrierten Standfuß, den wir ausklappen können. Einmal hier rausziehen, ist gar nicht so einfach. Und dann können wir die Kamera auch schon hinstellen und kurz über die Knöpfe reden. Hier haben wir einen normalen An- und Ausknopf, den Knopf für die Wiedergabe von Medien, dann ein 4-Wegerad in der Mitte, einen Knopf, um das Smartphone zu verbinden, sowie einen Menüknopf. Gucken wir uns die Kamera einmal von unten an, dann sehen wir ein Stativgewinde, das zentriert unter dem Objektiv sitzt. Dazu gibt es eine Klappe, unter der wir einen Micro-SD-Slot finden. Ist ein bisschen ärgerlich, dass Canon hier auf Micro-SD setzt. Ich denke mal, bei dem Gehäuse wäre es doch durchaus möglich gewesen, normale SD-Karten zu nutzen. Auf der linken Seite sehen wir dann noch einen Micro-HDMI-Ausgang und einen Mikrofoneingang. Und oben gibt es die beiden Mikrofone, links und rechts für Stereo-Sound. Im Vergleich dazu die Sony sieht eindeutig mehr aus wie eine Kamera, wie Vlogging-Kameras von Sony eben heutzutage aussehen. Wir haben auf der linken Seite einen Lautsprecherausgang, dann haben wir hinten ein 3 Zoll Display. Wenn wir die Kamera anschalten, dann sehen wir das auch. Das können wir seitlich ausklappen, um uns selbst zu filmen. Wir haben Knöpfe und zwar auf der rechten Seite Funktion, Menü, dann ein schönes Drehrad, um durch Medien durchzuscrollen, dann den Wiedergabeknopf für Medien und einen Mülleimer. Auf der rechten Seite gibt es Anschlüsse für ein Mikrofon, USB-C und einen Micro-HDMI-Ausgang. Oben haben wir einen digitalen Bluetooth, was ziemlich praktisch ist, um auch etwas Sonys neue Mikrofone anzuschließen. Das 3-Kapsel-Mikrofon in der Mitte, den einen Ausknopf, den Modus-Wahlknopf, eine Zoom-Wippe rund um den Auslöseknopf, die ein bisschen trügerisch ist, denn ihr verändert dadurch nur die Zoomstufe des Digitalzooms. Dazu gibt es einen Videoaufnahmeknopf und den dedizierten Bokeh-Knopf. Drehen wir die Kamera noch einmal um, dann sehen wir ein Stativgewinde, was leider nicht zentriert unter dem Objektiv sitzt. Dafür gibt es aber bei Sony Wechselakkus, die wir rausnehmen können, und normale SD-Karten. Insgesamt ist die Canon deutlich unkonventioneller, aber auch deutlich mehr auf Vlogging optimiert. Ich habe jetzt hier mal den Cage von Small Rig drum gepackt, den ihr dazu bekommt, wenn ihr die Canon PowerShot V10 im Advanced Vlogging Kit kauft. Ein Kritikpunkt, den ich aber zugeben muss beim Design, wenn ihr den Windschutz installiert, dann erkennt ihr das Display kaum noch, denn das klappt sich nach oben aus. Das nervt beim Filmen dann doch ziemlich. Die Sony ist eher eine klassische Kamera, ist ziemlich solide verarbeitet, bietet eindeutig das bessere Display, das ist eben größer, heller und auch ein bisschen schärfer. Dazu ist der Windschutz eindeutig besser designt, denn er rastet direkt im Blitzschuh ein. Man kann sich einen Wechselakku dazu kaufen und auch normale SD-Karten benutzen.
Die Akkulaufzeit liegt auch hier bei knapp 60 Minuten, wenn ihr 4K-Videos aufnehmt. Klingt nach einem Punkt für Sony, Canon wagt hier aber eindeutig den mutigeren Schritt und optimiert die Kamera mehr für Vlogging. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, denn wir schauen uns das Handling und die Bedienung beim Vloggen an. Bei der Frage, welche Kamera sich fürs Vloggen besser eignet und welche das Handling besser darauf optimiert hat, merkt man direkt, dass Canon eindeutig mutiger war, denn die Kamera sieht nicht wirklich aus wie eine klassische Kamera. Wir haben den Aufnahmeknopf auf der Vorderseite, wir haben hinten einen Standfuß, den wir ausklappen können. Moment, das dauert ein wenig. Damit können wir die Kamera einfach irgendwo hinstellen, wir brauchen also kein Stativ mitnehmen. Das ist natürlich beim Vloggen ziemlich einfach. Wir haben die Kamera einfach in der Hosentasche und dann klappen wir das Display nach vorne, gucken drauf, nehmen uns dabei auf und dabei fällt uns direkt auf, und das ist ein schönes Detail, wenn ihr persönliche Videos aufnehmen wollt, ist, dass der Abstand zwischen Objektiv und Display nicht allzu groß ist. Das heißt, ich mache das jetzt mal bei meiner Sony vor. Ich gucke nicht so extrem von links nach rechts oder eben von oben nach unten, wenn ich Aufnahmen aufnehme und mich zwischendurch ansehen kann. Finde ich gut gelöst. Wir haben sonst ein sehr, sehr einfaches Handling. Das heißt, ich habe gar nicht so viele Einstellungen und kann mich dadurch auf meinen Content oder eben auf meinen Alltag bei kurzen Aufnahmen konzentrieren. Einen Nachteil haben wir dann doch, und zwar hat Canon das leider versäumt. Ich halte euch die Kamera jetzt mal ins Gesicht mit einer gestarteten Aufnahme. Sie haben versäumt, ein Videolicht zu installieren. Das heißt, ich muss darauf achten, dass das Display hier oben blinkt und der Aufnahmeknopf leuchtet. Was ebenfalls mit an Bord ist, ist ein Video-Selbstauslöser. Bedeutet, ich kann die Kamera einfach starten, sie von mir wegstellen, mich dann vor der Kamera platzieren und so nach 5 Sekunden ist, glaube ich, die Voreinstellung, geht die Kamera dann los bzw. startet die Aufnahme. Das ist natürlich praktisch, wenn man alleine unterwegs ist, und alternativ kann ich auch mein Smartphone verbinden. Aber dazu zeige ich euch später noch ein bisschen mehr. Im Vergleich dazu die Sony, die sieht ein bisschen mehr aus wie eine normale Kamera, wie eine Kompaktkamera von Sony eben aussieht. Man hat sofort den Impuls, sie so zu halten und andere Leute zu filmen. Aber das wollen wir ja nicht, wir wollen uns filmen, und deshalb klappen wir das Display einmal zur Seite, nehmen die Kamera in die linke Hand, denn auf der linken Hand können wir dann direkt den Aufnahmeknopf bedienen. Wir haben einen kleinen Griff, sodass wir die Kamera auch sehr gut in der Hand halten können. Aber das ist eben nur die linke Hand. Wenn wir die mit der rechten Hand halten, dann haben wir die Hand direkt so ein bisschen vom Display. Das ist ein bisschen unpraktisch, weil das eben ein Touch-Display ist. Bedeutet, im schlimmsten Falle beenden wir die Aufnahme oder stellen irgendwas um. Sony bietet alternativ zu der rechten Handhaltung bzw. fürs Vloggen allgemein noch einen Handgriff an. Der kostet laut UVP so ungefähr 200 Euro. Der Straßenpreis ist momentan bei 120 Euro. Aber ich meine, die Kamera kostet nur 500 Euro. Dann anzubieten, hey, kauft ihr noch für 120 Euro einen Griff dazu, finde ich ein bisschen blöd. Da hat Canon mit seinem Vlogging First Design auf jeden Fall die bessere Wahl getroffen. Ein wenig Kritik gibt es auch beim Display, und zwar ist das Display eigentlich besser, aber wir haben eben, wenn wir eine Aufnahme starten, einen deutlich größeren Abstand zwischen Display und dem Objektiv. Bedeutet, wir haben diesen Effekt, dass wir hin und her schauen, und das ist ein bisschen unpersönlich, finde ich bei Canon eben ein bisschen besser gelöst. Was wir hier auch mit drin haben, ist ein Video-Selbstauslöser. Das funktioniert genau wie bei Canon. Wir stellen die Kamera auf, wenn die Selbstauslöser läuft, dann geht die Aufnahme irgendwann los. Und dazu haben wir noch eine Smartphone-Steuerung, und auch die schaue ich auch später noch. Insgesamt geht der Punkt beim Vloggen bzw. beim Design aber an Canon, denn das Vlogging First Design macht sich beim Vloggen wirklich ganz gut. Und bei der Sony handelt es sich eben eher um eine Hybridkamera. Das heißt, wenn ihr nicht nur euch filmen wollt, wenn ihr auch andere Menschen filmen wollt, dann habt ihr da ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt ein besseres Display und dementsprechend geht der Punkt trotzdem an Canon. Beide Kameras bieten einen Kontrastautofokus, ist in der Preisklasse jetzt nicht unüblich. Die Kameras gucken also im Bild, wo sich Kontraste unterscheiden, und stellen dann scharf. Zusätzlich gibt es bei beiden Kameras Tracking-Features, die beziehen sich vor allem auf Personen. Zwar bietet die Sony noch die Möglichkeit, Tiere zu tracken, aber das geht eben nur bei Fotos. Hilft uns beim Vloggen natürlich wenig, also wenn ihr Tiervlogger seid, dann müsst ihr euch vielleicht woanders umschauen. Was die Sony aber durchaus bietet, ist ein Manualfokus. Das hat Canon leider nicht integriert. Der ist bei Sony zwar wirklich kompliziert. Ihr müsst nämlich ins Menü gehen, müsst dann auf manueller Fokus gehen, habt dann die Möglichkeit, über das Display, über den Touchscreen den Fokus zu setzen und könnt dann eben vermeiden, dass die Kamera zum Beispiel, wenn ihr euch selbst filmt oder irgendwelche Gegenstände, dass die Kamera dann im Hintergrund auf einmal etwas fokussiert, weil es aussieht wie eine Person. Zusätzlich hat Sony auch die Möglichkeit, dass ihr einen Produktpräsentationsmodus macht. Das hat Sony bei seinen Vlogging-Kameras vor einiger Zeit schon eingeführt. Die Sony wählt dabei einfach in der Mitte einen Autofokus-Spot. Ist jetzt nicht so super bahnbrechend, weil man das auch manuell einstellen könnte. Aber wenn man sich nicht mit Kameras auskennt, ist es eine echt coole Funktion, die Sony da integriert. So, für den Autofokus-Test habe ich beide Kameras einmal aufs Stativ gestellt. Das heißt, ich kann mich jetzt ein bisschen bewegen. Ich gehe mal nach hinten, gucke, wann ich keinen Rahmen ums Auge bei der Sony oder um das Gesicht bei der Canon habe. Ich gehe langsam nach hinten und ich sehe, Canon ist schon weg. Bei Sony,
glaube ich, ihn noch zu erkennen. Das heißt, das Tracking funktioniert hier ein bisschen besser. Ist aber nicht weiter relevant, denn die Armlänge, ich mache mal einen Arm nach vorne, ist ungefähr so. Und da sehe ich bei beiden Kameras auf jeden Fall, dass es funktioniert. Ich gehe mal aus dem Bild raus. Ja. Und ich bin direkt wieder drin. Tracking funktioniert einfach im Jahr 2023 echt gut bei Kameras. Da bin ich gegen das Stativ gekommen. Kurzes Fazit zu dem Autofokus-Test. Die Sony bietet ein paar mehr Features. Das Tracking funktioniert aber jeweils ganz gut, wenn ihr vor der Kamera seid. Heißt, wenn ihr euch selbst filmen wollt, müsst ihr euch gar nicht so viel Gedanken darüber machen, ob der Fokus sitzt oder nicht. Ist bei modernen Kameras aber auch in der Regel der Fall. Hier liefern sich beide Kameras keine Patzer. Ich habe mich noch einmal nach links gedreht, um mit euch über die Videoqualität zu sprechen. Und zwar sind maximal 4K bei 30 Bildern pro Sekunde drin. Das ist die höchste Auflösung, die auch wirklich, wirklich scharf aussieht. Ich finde die Aufnahmen bei der Sony ein bisschen neutraler. Die Farben sind ein bisschen neutraler. Bei Canon geht es, wie man das gewohnt ist, ein bisschen poppiger dazu. Aber es ist eben Geschmackssache, was einem lieber gefällt. Alternativ könnt ihr auch Aufnahmen in Full HD bei 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Damit könnt ihr das Video ein bisschen verlangsamen. Das geht bei Sony noch einen Schritt weiter, denn ihr habt einen Slow-Motion-Modus. Dabei nimmt die Kamera Bilder in 120 Bildern pro Sekunde auf, Videos in 120 Bildern pro Sekunde auf. Die Videos, die dabei entstehen, haben aber effektiv nur 30 Frames per Second. Dabei verlangsamt die Kamera also schon im Gehäuse die Aufnahmen um das Dreifache, glaube ich, ist es. Ich bin nicht so gut in Mathe leider. Insgesamt und fürs Fazit hole ich euch jetzt mal so ein bisschen näher ran. Bietet die Sony ein paar mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung durch S-Log 2, finde ich aber nicht so wirklich weiter relevant beim Vloggen. Ich finde die Qualität bei beiden Kameras echt gut. 4K bei 30 Bildern pro Sekunde ist jeweils knackscharf, flüssig und ja, was will man eigentlich mehr? Welche Qualität und welche Farben euch besser gefallen, das schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir mal dann durch und dann schreibe ich euch natürlich auch eine Antwort. Für den Audiotest muss ich natürlich auf die Kameras selbst umschalten, denn wir wollen ja auch hören, wie der Klang ist. Ich wollte euch aber einmal ganz kurz vorstellen, wie der Windschutz bei beiden Kameras funktioniert. Ich halte die Canon mal hier rein. Hier sieht ihr schon aufgeklebt zwei magnetische Ringe. Da setzen wir dann einfach die Puschel für den Windschutz auf. So einfach ist das. Ist relativ, halt ganz gut, aber im Vergleich, man kann es auch relativ leicht wieder abziehen. Im Vergleich ist es bei Sony so, ich muss einmal die Hand wechseln, dass ihr den Windschutz, das kann ich jetzt glaube ich gar nicht so gut vormachen, denn es ist ein bisschen fummelig. Ihr setzt ihn in den Blitzschuh ein. Und habe dann einen Puschel oben, der das Mikrofon ein bisschen vor Windgeräuschen schützt. Hier habt ihr natürlich gar keine Gefahr, dass er abfällt. Und ja, das System ist ein bisschen besser gelungen, meiner Meinung nach. Wir haben in der Sony ein 3-Kapsel-Mikrofon, was ja oben auf der Kamera sitzt. Wir haben bei Canon ein Stereo-Mikrofon mit zwei separaten Eingängen, links und rechts. Und wie der Ton ist, das gucken wir uns jetzt nochmal mit den Kameras selbst an. So, beide Kameras filme ich jetzt einmal ohne den aufgesteckten Windschutz. Das mache ich gleich im nächsten Schnitt. Hier ist auch gerade leider nicht allzu windig, deshalb werde ich jetzt mal ein bisschen pusten. Das gleiche mache ich natürlich gleich noch mit dem aufgesteckten Windschutz. Wenige Sekunden später ist der Windschutz auch installiert und weil es jetzt zu windstill ist, werde ich jetzt noch einmal pusten. Welche Qualität findet ihr besser? Schreibt es mir in die Kommentare und wir machen jetzt als letzten Test noch einmal, dass wir die Kameras umdrehen. So, hier seht ihr die Blätter von einem Baum, über den ich euch jetzt gar nicht mal so viel erzählen kann, denn ich bin Technikjournalist, kein Biologe. Es geht auch in dem Test nicht um den Baum, sondern darum, wie die Audioqualität ist, wenn ich hinter den Kameras bin. Ich bin jetzt einmal direkt hinter der Sony und erzähle was. Jetzt gehe ich einmal direkt hinter die Canon und erzähle auch noch was. Und ich schneide in den Videos hin und her. Und ihr könnt mir sagen, welche Qualität besser ist. Bevor wir gleich ein Fazit ziehen, möchte ich noch einmal ganz kurz auf den Vergleich vom Anfang eingehen, denn ich habe was gebaut. Achtung, tada! Wir haben hier das Google Pixel 7 Pro, wir haben die Sony ZV-1F und die Canon PowerShot V10. Und mit diesem komischen Gerät gucken wir jetzt, wie sich die Qualität im Vergleich schlägt. Dafür nehmen wir natürlich die Frontkamera, denn beim Google Pixel 7 Pro wollen wir uns ja auch beim Vloggen sehen, denn sonst ist es nicht wirklich Vloggen. Also gucken wir uns das Ganze mal an. So, jetzt stehen inzwischen schon drei Kameras vor mir. So langsam gucken die Leute hier so ein bisschen komisch. Aber ich habe das Google Pixel 7 Pro natürlich auch mit und habe jetzt einmal die Aufnahme mit der Frontkamera gestartet. Die löst mit 11 Megapixeln auf. Dadurch kann das Smartphone natürlich auch 4K-Aufnahmen aufnehmen mit der Frontkamera. Ihr habt sowohl die Möglichkeit mit 30 Frames pro Sekunde oder mit 60 Frames pro Sekunde aufzunehmen. Hier habt ihr also einen kleinen Vorteil gegenüber den Kameras, die ja jeweils nur 30 Bilder pro Sekunde schaffen. Ein Nachteil ist, wenn ich jetzt mal die Hand vor das Smartphone mache. Ihr seht, ich habe keinen Autofokus, der irgendwie versucht, sich zu korrigieren, denn das Pixel 7 Pro hat als Frontkamera ein Objektiv mit einem Fixfokus. Ich glaube, bei Apple gibt es mittlerweile ein paar Modelle, die haben einen Autofokus, ist aber nicht weiter relevant, weil der Sensor ist sowieso so klein, dass fast alles scharf ist. Ihr seht, der Hintergrund und ich bin, wir sind beide ziemlich scharf und
Was mich echt ein bisschen wundert im Jahr 2023 ist, dass weder Canon noch Sony daran gedacht haben, dass man ja mittlerweile Videos auch oft in der Vertikalen aufnimmt. Das heißt, alle Menüpunkte bleiben stehen, wenn ihr die Kameras auf die Seite dreht. Das ist beim Pixel 7 Pro natürlich anders und auch in der Handhabung wirklich deutlich angenehmer. Das soll es auch sein als kurzer Vergleich zu einem Smartphone. Natürlich habe ich die Vorteile, dass ich hier die Aufnahmen direkt auf YouTube oder Instagram oder TikTok hochladen kann. Das ist bei den Kameras, obwohl die eine Smartphone-Anbindung haben, ein bisschen umständlicher. Und wie das mit der Smartphone-Anbindung aussieht, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Starten wir mit der App von Sony, und zwar handelt es sich hier um die Creators-App. Die ist ein bisschen moderner als die Standard-App, die Sony sonst benutzt. Wir können hier Bilder importieren, in die Cloud hochladen und eben auf Kamera bedienen klicken, um die Kamera fernzusteuern. Ich tippe hier mal auf fernbediente Aufnahme, dann müsste die Kamera jetzt verbunden werden. Zwei Häkchen kommen rein, ich sehe mich jetzt selbst hier sitzen. Das ist jetzt ein bisschen verzögert. Ach nee, ich sehe mich schon ganz gut. Hier können wir die Aufnahme starten. Wir können eigentlich alle möglichen Funktionen bedienen und können dann ja, die Kamera irgendwo hinstellen, mit dem Smartphone ein bisschen weiter weggehen. Die Verbindung läuft wahlweise über Bluetooth oder WLAN und ist in meiner Erfahrung auch ziemlich stabil. Und bei Canon sieht das Ganze ein wenig anders aus. Die App ist ein bisschen heller und freundlicher gestaltet, hat aber einen ähnlichen Funktionsumfang. Was hier noch dazu kommt, ist die Möglichkeit, Livestreams zu starten, wenn ich zum Beispiel über ein Tablet oder über mein Handy ein Zoom-Meeting mache, dann kann ich die Kamera hier verbinden. Ich tippe mal auf Fotografieren, um die fernbediente Aufnahme zu starten. Das dauert jetzt ein bisschen länger als bei Sony. Nachdem ich jetzt vorgespult habe, sehe ich mich aber auch. Kann hier einmal in die Kamera winken. Habe hier unten die Möglichkeit, die Aufnahme zu starten. Kann verschiedene Funktionen steuern. Das Ganze funktioniert auch auf einer Distanz. Das heißt, ich kann die Kamera einfach irgendwo hinstellen, mich dann ins Bild bringen und mit dem Handy die Aufnahme starten. Und das war's soweit. Okay, wir haben uns jetzt richtig viel angeguckt und ich glaube, es ist mal an der Zeit, endlich ein Fazit zu ziehen. Und zwar würde ich sagen, fürs wirklich Vloggen, und dafür sind beide Kameras ja gemacht, ist die Canon die etwas bessere Wahl, denn es ist einfach deutlich unkomplizierter und ihr habt ein paar mehr Funktionen, die eben speziell für Vlogger gemacht sind. Dazu gehören der Knopf auf der Vorderseite, der ein bisschen besser zu erreichen ist. Dafür gehört der Standfuß, den ich jetzt nochmal demonstrativ ausklappe. Ihr müsst also nicht immer ein Stativ mitnehmen und könnt die Kamera dann einfach irgendwo abstellen. Das ist wirklich gut gemacht und insgesamt ist das Handling auch so unkompliziert gestaltet, dass ihr euch auf das Reden oder auf das, was ihr gerade macht, konzentrieren könnt. Die Sony hingegen ist ein bisschen mehr als Hybrid Kamera zu sehen, und Hybrid bedeutet in diesem Fall nicht Fotografieren und Videografieren, sondern Vloggen und andere Menschen filmen. Denn Sony hat ein paar mehr Funktionen, es gibt einen manuellen Fokus, was ich gut finde, und das ist der größte mein größter Kritikpunkt an der Canon, ihr habt die Möglichkeit, den Akku zu wechseln, und ihr habt normale SD-Karten. Denn wenn man schon mit Videos arbeitet, hat man wahrscheinlich schon ein paar SD-Karten zu Hause rumliegen. Und der große Nachteil, wenn ihr mit der Canon unterwegs seid und es ist irgendwie 17 Uhr, ihr habt schon viel aufgenommen, die Kamera ist leer, dann müsst ihr eben die Kamera an den Strom anschließen, müsst warten, könnt nicht aufnehmen. Bei Sony habt ihr die Möglichkeit, für 20 Euro nochmal einen Wechselakku nachzukaufen. Gibt es im Internet und ja, ist bei jeder Kamera eigentlich voll wichtig, dass man schnell wieder Strom bekommt. Die Frage, ob man wirklich 500 Euro für eine Kamera ausgeben muss, wenn man auch einfach sein Handy benutzen kann, die ist durchaus berechtigt. Die sollte sich auch auf jeden Fall jeder stellen. Aber meiner Meinung nach und nach meiner Erfahrung mit den Kameras ist da eine Sache so ein bisschen, die man nicht gut beim Blick aufs Datenblatt abschätzen kann. Und zwar der Spaßfaktor. Die Canon macht Spaß, die Sony macht Spaß und Smartphones sind immer so ein bisschen umständlich beim Video bedienen, denn man hat nicht einen wirklichen Knopf. Man belastet gleichzeitig seinen internen Speicher mit Videos, die sind ja durchaus groß. Und am Akku zählt es natürlich auch. Und es gibt einen großen Nachteil. Klar, es gibt schon Smartphones mit 1 Zoll Sensoren, aber die sind eben auf der falschen Seite. Die sind hinten und die Frontkameras sind nach wie vor oft mal ohne Autofokus. Die Qualität ist zwar dann auch 4K in 30 Bildern pro Sekunde, aber dann haben wir nicht scharf. Und hier bieten beide Kameras auf jeden Fall die bessere Videoqualität als die meisten Frontkameras von Smartphones. Also alle Vlogger unter euch können sich dann entscheiden, was sie benutzen. Schreibt mir eure Entscheidung gerne in die Kommentare. Und wenn ihr nicht vloggen wollt, dann gerne auch eure Meinung. Denn ich bin wirklich daran interessiert, was ihr von den kleinen Kameras haltet. Also als die PowerShot rauskam, sah sie wirklich ulkig aus, aber vielleicht hat sich eure Meinung nach diesem Video geändert. Gebt dem Video zudem ein Gefällt mir und abonniert ValueTech TV auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.